So, wir sind jetzt da im Zubau. Es hat sich eigentlich durch den Zubau alles grundsätzlich verändert. Jetzt ist der Haupteingang hier. Die Beratungszimmer waren in dieser Richtung. In diesem Raum ist dann der Direktor gesessen, der Kurt Gusner. Woher ist der Schalter gewesen? Ja, das war damals so. Da in der Schalterhalle waren ja große Fenster drinnen und da war auch so Scheiben kaputt und das war logischerweise sofort zum Reparieren. Und die sind dann angeliefert worden, vorne über den Eingang und die Mitarbeiter haben natürlich helfen müssen beim Einbau, weil ja der was gekommen ist, der war zu wenig. Jetzt sind alle so händehoch da gestanden und haben die Glasscheiben zugehauen. Und meine Frau geht da draußen vorbei, sieht, dass da zwei, drei Leute stehen und alle Hände hoch. Die hat natürlich sofort schon der Marie verständigt und die sind dann gleich gekommen mit allem drum und dran. Und wie sie dann reingekommen sind, die waren alle da tot, weil sie da so da stehen. Und es hat sich eigentlich dann alles in Wohlgefallen aufgelöst. Wir haben uns einen neuen Traktor gekauft. Okay. Und halt auch nicht so viel flüssiges Geld, wenn wir den Traktor gleich auszahlen. Und da zum Mal ist der Tanner fällig schon gewesen. Und haben wir keinen Schneider nicht, sondern gleich einen Stirken oder was. Die Verwandtschaft ist gewesen. Kaufen wir in Felix den Traktor an. Jetzt brauchen wir aber ein Geld. Die Reichger Zwedel ist dort auch ein wenig finanziell nicht gar so groß da gestanden, sagt der Gusner. Trotzdem, dass wir sagen, im Vorstand drin gewinnen oder gearbeitet haben, sagt der Gusner, du kriegst das Geld kaufen, gell? Und jetzt hat er das mit Oberner Kirche ausgemacht, da uns die das Geld vorgestreckt haben. Also die Reike Oberner Kirche hat der Reike Zwedel ja Geld vorgestreckt, dass ihr einen Traktor gekauft habt. Ja, dass wir einen Traktor gekriegt haben. Da hat es nichts gehabt mit Oberner Kirche Zwedel, sondern die haben sich da gegenseitig sozusagen damals schon zusammengearbeitet worden. Ja. Was jetzt der Standard ist. Ja. Ja, wir feiern ja heuer ganz große Jubiläen. Mhm. Es sind ja nicht nur 120 Jahre Raiffeisenbank in Zwedel. Ja, wir feiern auch 20 Jahre Raiffeisenbank Mittleres Rodental. Genau. Die Zeit vergeht. Wir haben 20 sehr erfolgreiche Jahre hinter uns. Auch von der Verschmelzung her, glaube ich, weißt du, tun wir ein bisschen mehr. Mich überrascht jetzt selber, dass das schon wieder 20 Jahre her sind, aber ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Drei an sich gut funktionierende Banken, Traberg, Oberner Kirche und Zwedel, haben sich da gemeinsam überlegt, wie könnte man trotzdem gut zusammenarbeiten, aber auch die Einheit nur erhalten. Das heißt, die Vorteile einer Fusionierung sind einfach eine effizientere Organisation, dann dadurch eine Kosteneinsparung natürlich, wenn ich mir denke, eine Buchhaltung nur mehr für alle, eine Revision und nicht drei und dadurch natürlich Wettbewerbsvorteile und natürlich auch in der Schulung, Ausbildung, Spezialisierungen. Ja, und vielleicht, was bei uns auch immer ganz oben steht, wir wollten vor allem eine ganz starke Kundenorientierung und durch diese Konzentration, genau, aus der ganzen Verwaltungsarbeiten ist uns das auch wirklich, glaube ich, ganz, ganz gut gelungen. Wer über die 120-jährige Erfolgsgeschichte unserer Raiffeisenbank in Zwedel erzählt, kommt am Ende dort an, wo alles begonnen hat. Beim Begründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen und seinen Grundsätzen. Solidarität als genossenschaftlicher Leitgedanke, Subsidiarität und vor allem Regionalität mit einer starken und tiefen Verwurzelung direkt bei unseren Kundinnen und Kunden im Ort und in der Region. Zukunft braucht auch Wurzeln. Wir verstehen daher Tradition als Fundament für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung unserer Bank. Es macht mich daher stolz, die erfolgreiche Aufbauarbeit meiner Vorgänger und der zahlreichen Funktionäre mit Engagement und Freude weiterführen zu dürfen. Ich selbst bin nun seit fast 30 Jahren als Geschäftsleiter in diesem Haus tätig und konnte damit sehr entscheidend die Geschicke und die Entwicklung des Hauses mitgestalten.
Ja, ich darf ja schon seit 1999 in der Bankstelle in Zwettl arbeiten. Dort anfangs noch mit Direktor Gusner. Und mittlerweile 9 Jahre arbeiten wir beide in der Geschäftsleitung zusammen. Und in diese Eigenschaft haben uns wir beide die Hauptgeschäftsfelder der Raiffeisenbank aufgeteilt. Du bist vorwiegend fürs Kreditgeschäft zuständig und mein Part liegt beim Sparanlagengeschäft. Nachdem ich nicht nur als Geschäftsleiter der Gesamtbank agiere, sondern ja vorwiegend auch für die Bankstelle in Zwettl zuständig bin, ist es mir schon ganz besonders wichtig, dass wir einem Ort so agieren können, dass wir sofort und rasch für unsere Kunden auch entscheiden können. Also all das, was unsere Kunden von uns wünschen und auch an Produkten brauchen und Beratungen brauchen, können wir sofort im Ort abklären. Ich bin jetzt seit 11 Jahren hier auf der Bank angefangen, da habe ich drüben in der Oberen Kirchner Straße die alte Bank, da war da zumindest das Bankgeschäft noch ganz anders, da hat es einfach nur das Pult gegeben zwischen Kunden und Bankmitarbeiter, war einfach eine große Distanz auch da. Und jetzt haben wir einfach die Serviceelemente, die Terminals, wo wir offen auf die Kunden zugehen, auch den großen Servicebereich, wo sich die Kunden rund um die Uhr Bankgeschäfte erledigen können und nicht mehr angewiesen sind auf Öffnungszeiten. Jetzt bin ich schon gespannt, jetzt hat es in den letzten 10 Jahren so viel getan. Wie wird es in 30 Jahren beim 150-jährigen Jubiläum aussehen?